Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von maxwireless.de. Ich möchte euch heute ein Vergleichsvideo machen zwischen dem Netgear AirCard 810 Mobile Hotspot und der AirCard 790. Ja, beides sind mobile Hotspots. Beide haben LTE, sehr schnelles LTE. Der 810er bis zu 600 Mbit und der 790er bis zu 300 Mbit. Und ja, beide haben ein Touchscreen. Man sieht es ja auch schon in der Verpackung. Und ich zeige euch jetzt einfach mal an der AirCard 810, was alles mitgeliefert wird. Denn der Lieferumfang ist bei beiden Geräten identisch. Den 790er habe ich schon ausgepackt und in Betrieb genommen. Da schauen wir uns dann gleich mal das Betriebssystem ein bisschen genauer an. Ja, aber erstmal zu dem, was mitgeliefert wird. So, hier sind die Spezifikationen. Da stehen die technischen Daten drauf. Die sind natürlich ein bisschen unterschiedlich. Dieses Gerät ist das neuere Gerät von beiden, der 810er. Der ist ein bisschen schneller, deswegen sind hier auch ein bisschen mehr von diesen Kombinationen, von den Frequenzkombinationen drauf. Ja, das ist bei dem anderen nicht ganz so viel, beziehungsweise der ist dann einfach ein bisschen langsamer. Hier steht drauf, was mitgeliefert wird, das wollte ich euch eigentlich gerade zeigen. Das ist eben der mobile Hotspot, ein auswechselbarer Akku, ein Kabel, ein Ladegerät und ein USB-Kabel zum Aufladen. Das andere Kabel gucken wir uns gleich mal genauer an, zeige ich, wofür das gut ist. So, hier oben auf, direkt der mobile Hotspot, AirCard 810. Und wie ihr seht, der Akku ist noch nicht eingelegt, der ist nämlich separat beigelegt worden. So. Dann hier so eine Schale, eine Konformitätserklärung. Und dann geht es auch schon weiter. Eine ausführliche Anleitung, auch auf Deutsch, soweit ich weiß. Genau, also diverse Sprachen und auch auf Deutsch, wie man hier sieht. Sehr schön. Und das hat man auch nicht mehr bei jedem Hotspot. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass die hier eine deutschsprachige Anleitung auch dabei gelegt haben. Dann, auch typisch für Netgear, ein modularer Adapter für die Steckdose. Da wird dann hier das deutsche Modul einfach drauf gedreht. Und es gibt auch noch ein Großbritannien-Modul, also für den englischen Markt. Das kann dann im Urlaub verwendet werden. Netgear macht das einfach, dass sie immer beides beilegen. Da brauchen sie nicht für die verschiedenen Länder eine unterschiedliche Version von der Verpackung produzieren. Ist ja eigentlich auch ganz praktisch. So hat man halt auch was für die Reise. Ja, was ist sonst noch dabei? Das kleine Kabel. Gucken wir uns gleich an. Und das große Ladekabel bzw. Datenkabel. Hier USB 3.0 sieht man an diesem doppelten. Und damit kann man eben auch die volle Geschwindigkeit über USB nutzen, muss nicht unbedingt WLAN verwenden, das ist ja auch sehr praktisch. Ja, wie gesagt, zu dem kleinen Kabel, das ist ein Jump-Boost-Kabel. Diese Jump-Boost-Funktion gibt es bei beiden Geräten und das ist im Grunde eine Powerbank, also ein externer Akku. Man kann das Gerät dann als externen Akku verwenden und sein Smartphone zum Beispiel aufladen. Da steckt man das hier in den Router rein und dieses Teil hier, da steckt man entsprechend das Ladekabel vom Handy dran. Und man kann dann über diese Jump-Boost-Funktion sein Handy aufladen. Sehr praktisch, aber natürlich auch nur für den Noteinsatz geeignet, denn der Akku in dem Hotspot ist natürlich auch nicht so wahnsinnig groß wie bei einer echten Powerbank, die man jetzt mit 10.000 mAh so kaufen kann. Ja, was sonst noch dabei ist, die Rückseite. Die fehlt ja da bei dem Gerät jetzt eben noch. Und der Akku. Den Akku packen wir gerade mal aus. Der ist in einer separaten Verpackung hier drin. Und der hat... Das ist dieses Modell Nummer W7, 2930 mAh, also knapp 3000. Und ja, der Akku ist identisch zum 790er AirCard Modell. Und den kann man dann eben auch austauschen bzw. nachkaufen. Wenn man das Gerät viel mobil nutzt, dann lohnt sich das auch durchaus. Ja, schauen wir uns die beiden Hotspots mal ein bisschen genauer an. Ich habe die jetzt ausgepackt und in Betrieb genommen. Hier auf der rechten Seite der AirCard 810, also der 600 Mbit schnelle. Und hier auf der linken Seite der AirCard 790 bis zu 300 Megabit. Uplink können beide bis zu 50 Megabit und zusätzlich wird noch das UMTS-Netz unterstützt mit bis zu 42,2 Mbit im Download und bis zu 5,76 im Upload. Ja, optisch tut sich nicht allzu viel. Die Größe ist mehr oder weniger identisch, sprich von der Größe, vom Gewicht her und so weiter kein großer Unterschied. Allerdings vom Design her finde ich den 790er, also den langsamen, ein bisschen schöner. Der 810er, ihr seht das hier, ist so hochglanzschwarz. Man sieht da sehr schnell die Fingerabdrücke drauf. Zumindest auf der Front. Auf der Rückseite sind beide relativ identisch. Und zwar mit diesem matten Plastikabdeckung. Und ja, beides relativ schön. So, von der Seite sieht man jetzt keinen großen Unterschied. Von oben, da sehen wir die Power-Taste. Von der anderen Seite auch.
kein Unterschied, beziehungsweise nichts dran. Und von unten jetzt der 810er oben und der 790er unten. Ich mache mal hier die Klappen auf. Auch identisch. Da haben wir jetzt zwei Anschlüsse für eine externe Antenne vom Typ TS9. Kann ich auch gleich mal eine anschließen, damit ihr seht, wie das funktioniert. Und die sind eben mit so einer Klappe geschützt, dass da kein Dreck rein kann. Sehr praktisch. Ansonsten den USB 3.0 Anschluss. Auch wichtig, dass der 3.0 ist, weil die Geschwindigkeiten von dem LTE sind natürlich relativ hoch. Und wenn ihr die volle Geschwindigkeit am PC nutzen wollt, dann geht das über USB. Ansonsten WLAN bei beiden Geräten AC, also 2,4 GHz und 5 GHz unterstützt. Da haben wir die Besonderheit, dass der Netgear 810er noch eine Funktion hat, dass man vorhandene WLAN-Netzwerke als Internetzugang benutzen kann. Das ist sehr praktisch und lässt sich eben hier über Optionen einstellen. Und da kann man die WLAN-Verlagerung einstellen. Und das ist dann, dass man den mobilen Hotspot eben als Internetverbindung nutzen kann, beziehungsweise eine WLAN-Verbindung als Internetverbindung. Zum Beispiel ein bekanntes WLAN im ICE oder so. Und dann kann man eben mehrere Geräte anschließen. Ist für manche Leute ganz praktisch, hat der 790er wie gesagt nicht. Bevor wir zur Bedienung kommen, zeige ich euch noch kurz das mit der externen Antenne. Ich habe hier eine von Netgear, eine ganz normale, die man auch unterwegs nutzen kann, kostet etwa 30 Euro mit den entsprechenden TS9-Kabeln, die sind dabei. Und die steckt man dann hier ein. So. Und damit kann man das Gerät eben auch mit einer externen Antenne nutzen. Sehr praktisch und durchaus förderlich, um den Empfang zu verbessern. Also ich hatte da in dem letzten Video, wo die Antenne getestet wurde, das verlinke ich euch auch in der Beschreibung, durchaus extreme Geschwindigkeitssteigerungen. Wenn der Empfang nicht besonders toll ist, kann ich nur empfehlen, so eine Antenne zu kaufen, wenn es eben die Möglichkeit gibt, die irgendwo zu installieren. Ja, Antenne wieder ab und dann zeige ich euch hier anhand der AirCard 790 mal die Bedienung. Die geht entweder über ein Webinterface, da kann man eben das meiste einstellen, oder direkt über das Display, da kann man die wichtigsten Einstellungen vornehmen. Ja, was sieht man erstmal auf dem Display hier oben? Die Empfangsanzeige. Ich habe hier das O2-Netz, zwei Balken LTE-Empfang, der Akku ist zu 100% geladen. Hier kann man den WLAN-Namen und das WLAN-Passwort einstellen. Wie gesagt, das System ist bei beiden Geräten identisch, deswegen zeige ich es jetzt einfach mal exemplarisch hier am 790er. Und WLAN-Name, WLAN-Passwort lassen sich eben ausblenden, damit das nicht direkt auf dem Display sichtbar ist. In Klartext kann man aber auch eben einblenden, je nachdem wie man es mag. Der Datenverbrauch, ich habe derzeit noch keine Daten verbraucht, 9 Tage sind in diesem Monat übrig. Man kann sich das einstellen, den Rechnungszyklus, und dann wird es eben entsprechend angezeigt. Auf der Home-Taste kann man immer wieder auf diesen Bildschirm zurückkommen und die Zurücktaste hier an der Seite, da kann man eben immer einen Schritt zurück. Nachrichten können wir schreiben. Das ist ein kapazitiver Bildschirm, der funktioniert eigentlich wie bei jedem Smartphone auch, funktioniert relativ gut. Würde sagen, nicht ganz so gut wie bei einem Smartphone, aber schon ja, brauchbar. Dann haben wir hier diverse Einstellungen. Wir können zum Beispiel beim Bildschirm diverse Sachen einstellen. Helligkeit, die LED hier oben, die ihr seht, können wir ein- oder ausschalten. Dann kann man die Zeit einstellen, bis das Display ein- oder ausgeschaltet wird. Flugzeugmodus gibt es. Wir können beim Mobile diverse Einstellungen, zum Beispiel den Netzwerkmodus, ob wir nur 4G, nur 3G oder automatisch haben wollen. Das ist ganz praktisch manchmal. Und wir können natürlich sagen, was bei Roaming passieren sollen. Also automatisch verbinden macht er jetzt bei Roaming nicht, aber manche Tarife erlauben ja auch Roaming innerhalb der EU zum Beispiel und dann könnte man das gut einschalten. Jump Boost, das ist genau das, was ich gesagt hatte, eben mit dem kleinen Kabel. Man kann hier ein Smartphone laden, hier wird das nochmal erklärt und da muss man eben nur das Kabel anschließen. Es gibt noch weitere Sachen, zum Beispiel Software-Updates kann man hier machen, die Informationen zum Gerät anzeigen lassen oder eine Anleitung sogar. Und es gibt auch die Möglichkeit, hier eine Mobile-App runterzuladen. Da kann man zum Beispiel hier da die Informationen sehen, wie man die App runterladen kann. Meiner Meinung nach braucht man die aber nicht wirklich, denn über diese Touchscreen hier kann man eigentlich fast alle einstellen. WLAN, ja, kann man eben gucken, ob man 5 GHz mit benutzen möchte oder nicht, kann man extra einschalten. Es gibt die Möglichkeit, ein Gast-WLAN aufzumachen, auch sehr praktisch. Und hier werden dann die Geräte angezeigt, die verbunden sind. Es gibt eine WPS-Funktion, auch sehr praktisch, muss man nicht das WLAN-Passwort eingeben, sondern kann hier einfach WPS nutzen. Und sogar mit den Gast-WLAN das benutzen, eigentlich auch sehr gut. Optionen, hier kann man dann nochmal ein paar Sachen einstellen. Wie gesagt, was hier fehlt, ist diese WLAN-Verlagerung. Die hatten wir beim AirCard 810 gesehen, dass man eben ein vorhandenes WLAN als Zugang nutzen kann. Das geht beim 790er nicht. Ansonsten die Geräte mehr oder weniger identisch. Ihr seht das schon, Design natürlich sehr Geschmackssache, Lieferumfang identisch. Der 790er ist ein bisschen langsamer. Braucht man das in Deutschland, diese hohe Geschwindigkeit? Meiner Meinung nach nicht unbedingt. Aber wenn man wirklich das beste Gerät haben will,
dann führt kein Weg am 810er vorbei. Der 810er kostet derzeit etwa 200 bis 220 Euro, je nach Händler. Der 790er, so 150, 160 Euro rum, Anfang 2017 zumindest. Und ja, für mich ist das Fazit, der 790er reicht in den allermeisten Fällen wirklich aus. Es sei denn, man möchte diese WLAN-Funktion haben. Ansonsten kann man wirklich sehr gut zu dem billigeren Gerät 790 greifen. Man ist damit auch sehr zukunftssicher immer noch durch eben diese 300 Mbit, die wirklich auch schon sehr gut sind. Und ja, es gibt für beide Geräte eine externe Antenne zu kaufen oder generell einen Anschluss für externe Antennen. Die Funktionsvielfalt ist sehr groß, die Software ist top. Und ja, ich kann die Dinger nur empfehlen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch oder auch ein Abo dalassen. Vielen Dank.